Hallo und herzlich willkommen zum Beispiel Winkel mit gleichem Sinuswert. In dieser Aufgabe geht es darum, zwei Winkel Alpha und Beta mit gleichem Sinuswert zu finden. Wir wissen, dass dieser Sinuswert C zwischen 0 und 1 liegt, also positiv ist. Wir wissen weiters, der Winkel Alpha ist ein spitzer Winkel und der Winkel Beta kann ein Winkel aus dem Bereich zwischen 0 und 360 Grad sein. Wir wollen anschließend herausfinden, welche dieser sechs Aussagen dann auf die beiden Winkel Alpha und Beta zutreffen. Bei all diesen Aufgaben ist es immer wichtig, einen Einheitskreis zu skizzieren. Das möchte ich euch jetzt mit Hilfe von GeoGebra demonstrieren. Wir sehen hier jetzt den Einheitskreis eingezeichnet und ich habe bereits auch einen Punkt P auf diesem Einheitskreis dargestellt. Wir sehen, die y-Koordinate dieses Punktes P entspricht dem Sinuswert des Winkels Alpha. Und wenn wir den Punkt P jetzt am Kreis entlang wandern lassen, sehen wir, dass der Sinuswert im ersten und zweiten Quadranten positiv ist und im dritten und vierten Quadranten negativ. Einmal zeigt die Strecke nach oben, also positiv, bei den anderen beiden Malen nach unten. Wir wissen laut Angabe, der Winkel Alpha ist ein spitzer Winkel, also kann der Punkt P nur im ersten Quadranten liegen. Wir suchen jetzt einen zweiten Winkel Beta, für den gilt, dass sie den gleichen Sinuswert haben. Gut, gleicher Sinuswert heißt gleicher y-Wert eines Punktes. Wie kommen wir nun zu diesem Punkt? Wir spiegeln zunächst den Punkt P an der y-Achse und erhalten den Punkt P'. Jetzt sehen wir hier wunderbarerweise, die beiden Punkte haben die gleiche y-Koordinate, sprich den gleichen Sinuswert. Jetzt wollen wir nun den Winkel Beta einzeichnen, der zu diesem Punkt P' gehört. Den sehen wir jetzt hier. Und welche Beziehung gilt es zwischen Alpha und Beta? Naja, der Winkel Alpha hier kommt natürlich auch hier vor, möchte ich kurz einzeichnen. Und wir sehen, dass dieser gelbe Winkel Beta und der graue Winkel Alpha gemeinsam einen gestreckten Winkel ergeben, also 180 Grad. Und diese Erkenntnis wollen wir nun verwenden, um die Aufgabe zu lösen. Wie man sieht, ergänzen beide Winkel Alpha und Beta sich auf 180 Grad. Deshalb gilt, dass Alpha plus Beta 180 Grad ergeben. Wenn wir jetzt zu den sechs Aussagen blicken, erkennen wir, dass die zweite Aussage nur gelten kann. Und wir haben die Aufgabe gelöst.